So, jetzt geht's offiziell los. Hallo zusammen, ich bin Maike und ich habe diese Demo angemeldet. Wer zum ersten Mal hier ist und mich noch nicht kennt, hier ein paar Infos über mich. Politisch bin ich links orientiert, obwohl ich mich langsam ein bisschen schäme, links zu sagen. Ich lehne jegliche gewaltbereite und menschenfeindliche Ideologie ab. Wer sowas hier suchen sollte und verbreiten will, steht hier weiterhin falsch. Ich bin zweifach geimpft, weil ich das damals für mich so entschieden habe. Und ich fordere, dass dieses auch weiterhin eine persönliche Entscheidung bleibt. Nicht nur für mich, sondern für alle Menschen. In den letzten Wochen haben viele impffreie Pflegekräfte Post vom Gesundheitsamt bekommen. Viele unserer Mitmenschen leiden nun unter Druck, ihren Job zu verlieren oder haben schon resigniert den Pflegeberuf an den Nagel gehängt oder haben sich letzten Endes gegen ihre Überzeugung schweren Herzens doch impfen lassen. Dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht vom Verfassungsgericht durchgewunken wurde und damit als demokratisch legitimiert gilt, ist weiterhin ein Skandal. Jede Maßnahme, die in die Grundrechte eingreift, muss einen legitimen öffentlichen Zweck verfolgen und verhältnismäßig sein. Sprich, geeignet, angemessen und erforderlich. Bereits bei dem Punkt geeignet hört es aber schon auf. Die Impfung verhindert keine Ansteckungen. Geimpfte wie Ungeimpfte geben das Virus weiter. Bei der fehlenden Eignung hätte das Verfassungsgericht dem Gesetz bereits einen Riegel vorschieben müssen. Das ist nicht passiert und das muss korrigiert werden. Und deswegen gehen wir weiterhin Seite an Seite mit den betroffenen Pflegekräften auf die Straße. Wir lehnen uns nicht zurück, nur weil die allgemeine Impfpflicht vorerst vom Tisch ist. Wir halten zusammen und wir kämpfen gegen diese Ungerechtigkeit. Wir anderen, die nicht im Gesundheitswesen arbeiten, können wohl etwas aufatmen. Am Donnerstag wurden alle Anträge für eine, wie auch immer, geartete allgemeine Impfpflicht abgelehnt. Das sind erstmal gute Nachrichten. Aber dies ist nur ein Burgfrieden mit einer bestimmten Dauer. Man darf nicht außer Acht lassen, dass die Anträge von Wolfgang Kubicki und der AfD, die beide eine Einführung einer allgemeinen Impfpflicht ablehnen, haushoch vom Parlament abgelehnt wurden. Das heißt, keine Impfpflicht will man auch nicht. Und auch die WHO und die EU verfolgen hier ihre eigene Agenda. Mit Blick auf den Herbst werden wieder die Zahlen steigen. Und man wird wieder in Alarmismus verfallen und Schließungen und Zugangsbeschränkungen verabschieden, weil unser seit jeher fragiles Gesundheitswesen angeblich wieder deswegen überlastet wird. Und dann wird man wieder den Ungeimpften die Schuld geben. Und wieder wird die Wut auf Ungeimpfte und Maßnahmenkritiker steigen. Und wieder werden wir mit Masken und Abstand demonstrieren müssen. Das machen wir dann wieder bis zum nächsten Frühling, bis die Zahlen wieder sinken und Lockerung kommen. Und wir werden dann weiterhin demonstrieren. Und wieder werden sich alle fragen, warum wir eigentlich demonstrieren. Es ist doch alles vorbei. Und dieses Schauspiel geht immer wieder, immer weiter, ohne Ende. Dass die Impfpflicht am Donnerstag nicht verabschiedet wurde, ist unser Glück. Es ist nicht unser Verdienst, es ist nicht unser Sieg. Wir alle sind weiterhin im Hamsterrad der Grundrechtseinschränkungen, der Diffamierung, der absurden Maßnahmen und dem verqueren Verständnis von Wissenschaft und Moral. Und deswegen gehen wir weiter auf die Straße. Ich hatte im
Spiegel einen Beitrag gelesen, der ernsthaft fragt, warum Spaziergänger und Demonstranten weiterhin unterwegs sind. Die Maßnahmen seien doch weitestgehend weg. Ein brauchbares Fazit wurde in dem Bericht nicht gezogen. Man lässt es so aussehen, als wüssten die Menschen es selbst nicht. In den Kommentaren wurde dann auch oft geschrieben, dass die Demonstranten einfach nur dagegen sein wollen, egal gegen was. Und dass sie nicht aufhören werden, sondern sich einfach neue Themen suchen. Okay, also hier nochmal Klartext für alle, die es nach 2 Jahren in diesem Hamsterrad nicht verstanden haben oder nicht verstehen wollten, warum wir auf die Straße gehen. Wir sind weiterhin gegen Grundrechtseinschränkungen, die mit fragwürdigen Statistiken und Kennzahlen begründet werden. Gegen willkürliche Maßnahmen wie Maskentragen im Freien, Ausgangssperren, Schließungen oder Zugangsbeschränkungen im Einzelhandel und Gastronomie oder gar das Maskentragen für Kinder. Wir sind weiterhin gegen Ausgrenzung von Menschen aufgrund eines medizinischen Status. Weiterhin für eine freie Impfentscheidung. Jeder, der sich impfen lassen will, soll dies bitte auch einfach tun. Wir sind daher auch weiterhin gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht und gegen jede Impfpflicht durch die Hintertür. Wir sind weiterhin gegen die diffamierende und moralisierende Kommunikation unserer Regierung und Medien gegenüber Ungeimpften und Maßnahmenkritiker. Wir sind weiterhin gegen die Vorverurteilung als Corona-Leugner, Schwurbler, Rechtsextreme oder pauschal als Impfgegner. Jo. Weiterhin für einen breiten und offenen wissenschaftlichen Diskurs. Wir sind weiterhin für eine evidenzbasierte Medizin, an der sich politische Entscheidungen orientieren sollen. Wir sind weiterhin gegen eine politisch konstruierte Evidenz, an der sich die Medizin zu halten hat. Wir sind weiterhin gegen eine Politik, die die Interessen der Bevölkerung nur wahrnimmt, wenn diese lobbykonform sind. Wir sind weiterhin gegen die Umsetzung von Lobbyinteressen, die durch den demokratischen Prozess reingewaschen werden. Wir sind weiterhin für die Unverletzbarkeit der Menschenwürde und das Anerkennen von anderen Meinungen. Weiterhin für die Aufarbeitung der Geschehnisse und für personelle und rechtliche Konsequenzen für alle Verantwortlichen. Grüße an Lauterbach, Scholz und Kretschmann. Wir sind weiterhin auf den Straßen, auch wenn es uns im Vergleich zu anderen Ländern weitaus besser geht. Aber wir setzen unsere Maßstäbe nicht unten an zum Schlechteren. Wir setzen oben hin. Wir orientieren uns zum Besseren. Weiterhin auf den Straßen, nicht weil wir uns neue Themen suchen, nein, weil uns die Missstände und Fehlentscheidungen in unserer Regierung ständig vor die Füße fallen und wir sie eben nicht ignorieren. Wir
Wir sind weiterhin auf den Straßen, um wieder als Gesellschaft zueinander zu finden. Wir wollen nicht spalten. Wir wollen zusammenfügen, was zusammengehört. Wir sind weiterhin auf den Straßen. Da soll man uns finden und uns hören und nicht vergessen, dass wir immer noch ein Teil dieser Gesellschaft sind und uns für diese Gesellschaft einsetzen, ja sogar auch für die, die gegen uns sind. Und wenn man uns fragt, wie lange wir noch wirklich demonstrieren wollen, dann sagen wir, solange es verdammt nochmal nötig ist. Solange, bis es wirklich jeder verstanden hat. Man soll uns ja nicht fragen, warum wir immer noch auf die Straße gehen. Ich frage zurück, warum sind alle anderen noch nicht auf der Straße? Lasst uns mal über Demokratie sprechen. Eine Demokratie ist meines Erachtens die bisher beste Staatsform, die ein Land haben kann. In einer Demokratie geht die Macht vom Volke aus. Aber es gibt nicht die Demokratie. Es gibt verschiedene Varianten und Ausprägungen, was unter anderem wirtschaftlich und kulturell begründet ist. Und es ist unsere Demokratie, die wir alle erhalten müssen und die wir im jetzigen Zustand verbessern müssen. Es ist nicht demokratiefeindlich, wenn wir uns regierungskritisch äußern oder über Politiker offen schimpfen. Aber es ist demokratiefeindlich, die Regierung mit der Demokratie gleichzusetzen und gar als unantastbar hinstellen zu wollen. Jo. Demokratiefeindlich, friedliche Proteste wie Spaziergänge nicht anzumelden. Das ist höchstens bürokratiefeindlich. Aber es ist demokratiefeindlich, diese friedlichen Spaziergänge zu verbieten. Es ist nicht demokratiefeindlich, wissenschaftliche Erkenntnisse zu hinterfragen. Aber es ist demokratiefeindlich, nur bestimmte wissenschaftliche Erkenntnisse für politische und gesellschaftliche Entscheidungen zuzulassen. Ja. Es ist nicht demokratiefeindlich, egoistisch zu sein. Aber es ist demokratiefeindlich, durch Moralisieren Gruppen von Menschen zu diffamieren und auszugrenzen. Und diese Diffamierung und Ausgrenzung hört sich wie folgt an. Und ich habe hier jetzt eine lange Liste von Zitaten. Ich bitte euch, ja, haltet euch fest. Karl Lauterbach sagt zum Beispiel, in Deutschland reicht es nicht, den Ungeimpften auf die Nerven zu gehen. Da muss man mehr tun. Er sagt auch, Ungeimpfte tragen die Verantwortung, dass wir nicht weiterkommen. Er sagt auch, besser wäre jetzt zusammenhalten. Alle gegen Impfgegner. Olaf Scholz über Maßnahmenkritiker. Eine kleine extremistische Minderheit. Ja, guckt euch mal um. Ja, ja, ja. In unserem Land hat sich von unserer Gesellschaft, unserer Demokratie, unserem Gemeinwesen, unserem Staat abgewandt. Nicht nur von Wissenschaft, Rationalität und Vernunft. Winfried Kretschmann wird in der Taz Folgendes gefragt.
Sie halten es nicht für ausgeschlossen, dass eine Situation kommt, in der Menschen mit Polizeigewalt zum Impfen gezwungen werden. Er antwortet, das ist eine Frage der Ausgestaltung, aber ich will nichts ausschließen, was im Rahmen der Verfassung möglich ist. Kretschmau! Heidelbergs Oberbürgermeister Hürzner im RNZ-Interview. Er wird gefragt, Sie kennen ja die Halbstadt persönlich, darunter sicher auch einige, die sich nicht impfen lassen wollen. Was sagen Sie denen im persönlichen Gespräch? Er antwortet, das ist jetzt nicht höflich, aber da sage ich, schalt's Hirn ein, weil ich es einfach unverantwortlich und unsozial finde. Boris Palmer, Oberbürgermeister von Tübingen, antwortet auf einen Facebook-Post von einer Maßnahmenkritikerin mit, für Leute wie Sie muss die Impfpflicht her, gerne bis zur Beugehaft. Saskia Weishaupt, eine junge Bundestagsabgeordnete von den Grünen, sagt, die Taktik von den QuerdenkerInnen ist es, sich Stück für Stück die Straße zu erkämpfen. Polizei muss handeln und im Zweifelsfall Pfefferspray und Schlagstöcke einsetzen. Ja. Wir dürfen ihnen keinen Millimeter überlassen. Volker Beck, ehemaliges Mitglied des Deutschen Bundestags und auch bei den Grünen. Die Impfverweigerer verursachen Freiheitseinschränkungen und wirtschaftlichen Schaden für alle. In der Abwägung komme ich zu dem Ergebnis, es ist Zeit für eine Impfpflicht. Eine verantwortungslose Minderheit darf nicht die Gesellschaft terrorisieren. Ex-Bundespräsident Joachim Gauck über Impfgegner. Dann ist es ja auch schrecklich, dass wir in einem Land leben, in dem nicht nur Bildungswillige leben, sondern auch hinreichende Zahlen von Bekloppten. Also Entschuldigung, das darf ich mal so locker formulieren. Ich bin ja jetzt Rentner und muss nicht mehr auf jedes Wort achten. Rainer Stinner von der FDP sagt, kein Impfgegner wird wie ein Staatsfeind behandelt. Er darf nur, hoffentlich bald, nicht mehr unter die Leute gehen, weil er ein gefährlicher Sozialschädling ist. Faschisten. Haut ab. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Politikerin von der FDP. Ungeimpfte dürfen nicht als Minderheit die Mehrheit terrorisieren. Malu Dreyer von der Ministerpräsidentin Rheinland-Pfalz sagt, Ungeimpfte sollen gar nicht feiern in Bezug auf Weihnachten. Tobias Hans, abgewählter Ministerpräsident im Saarland. Ihr seid jetzt raus aus dem gesellschaftlichen Leben. Deswegen machen wir konsequent 2G. Detlef Scheele, Chef der Bundesagentur für Arbeit. Für Ungeimpfte könnte unter Umständen das Arbeitslosengeld wegfallen. Ja, verstehe ich nicht. Frank Ulrich Montgomery, Vorsitzender des Weltärztebundes, sagt, Ungeimpfte brauchen nun Peitsche statt Zuckerbrot. Und er sagt, momentan erleben wir ja wirklich eine Tyrannei der Ungeimpften, die über das 2/3 der Geimpften bestimmen und uns diese ganzen Maßnahmen auch oktroyieren. Professor Dr. Joachim Wieland, ehemaliger Direktor der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer, sagt, der Staat, und ich muss bei diesen Sätzen wirklich mal die Hände reiben, der Staat könnte bei BAföG, Wohngeld und Ähnlichem ansetzen und die Auszahlung vom Impfstatus abhängig machen. Er könnte einem Impfverweigerer den Führerschein entziehen. Schande! Ulrich Waschki, Geschäftsführer und Chefredakteur der katholischen Domedien GmbH. Es ist Zeit, die Daumenschrauben anzuziehen. Wer sich nicht impfen lassen will, muss die Folgen spüren. Schande! Nikolaus Blome, Leiter des Politikressorts bei RTL und NTV. Ich hingegen möchte an dieser Stelle ausdrücklich um gesellschaftliche Nachteile für all jene ersuchen, die freiwillig auf eine Impfung verzichten. Möge die gesamte Republik mit dem Finger auf sie zeigen. Ich habe eigentlich noch ganz, ganz viel mehr Zitate, die alle wirklich einfach jenseits von Gut und Böse sind. Ich kann mir nicht erklären, wo dieser Hass herkommt. Und ich verstehe nicht, warum man uns vorwirft, wir werden spalten. Aber ich möchte gerne noch
Politiker, Personen des öffentlichen Lebens sagen, erwähnen. Auch wir in Mosbach werden verurteilt. Jetzt zum Beispiel Daniela Stamulis vom Restaurant Taverna Mythos, hier zu eurer Rechten, die in der NZ gesagt hat, wir dürfen diesen Leuten nicht weiterhin gestatten, den wunderschönen Marktplatz als Bühne für diese respektlose Kampagne zu nutzen. Faschismus! Für die Zeit dieser Spaziergänge, also es war Spaziergänge bezogen, für die Zeit dieser Spaziergänge könne man die Weihnachtsbeleuchtung abschalten, wie es etwa in Bautzen der Fall sei, schlägt sie vor. Dann habe ich mir noch auf Change.org bei der Mosbacher Erklärung ein paar Zitate rausgesucht, warum die Erklärung unterzeichnet wurde. Da sagt zum Beispiel ein Werner Diemer, weil ich damit Solidarität zur Gemeinschaft zeigen will und nicht wie viele Impfgegner aus Eigeninteresse handle. Manuel Lenz hat unterzeichnet und sagt, ich finde es wichtig, den sogenannten Spaziergängern Paroli zu bieten und sie auf ihre egoistische Haltung der Gesellschaft gegenüber hinzuweisen. Manche haben nur den letzten Schuss wohl nicht gehört. Dann zum Schluss ein Michael Hitzelberger unterschreibt, weil den Spinnern und Schreihälsen etwas entgegengesetzt werden muss. Dass viele von euch auch privat in eurem Umfeld schon solche unschönen Sachen gehört haben. Und ich habe das nicht alles vorgelesen, weil es hier um gekränkte Gefühle geht oder weil man nachtragend ist. Das, was hier passiert, das, was in der Öffentlichkeit von diesen Personen gesagt wird, schwächt unsere Demokratie. Eine ganze Gruppe von Menschen wird aufgrund einer bestimmten Meinung beziehungsweise einer Entscheidung an den Pranger gestellt. Hass und Hetze gegen Andersdenkende ist gesellschaftsfähig geworden und gehört jetzt zum guten Ton, um ja konform zu sein. Demokratie verlangt aber die Debatte, die Freiheit des Andersdenkenden. Demokratie verlangt Inklusion, nicht Exklusion. Mit Moralisierung werden Andersdenkende herabgesetzt, stummgestellt, an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Wir dürfen und wir können nicht zulassen, dass Konflikte weiterhin durch Abwertung und Ausgrenzung entschieden werden. Trauen wir uns, unsere Stimme zu erheben. Aber wie sollen die nächsten Generationen heranwachsen? Was sollen die daraus lernen? In diesem Sinne fordere ich alle auf, Politiker, Beamte, Akademiker, Personen des öffentlichen Lebens, Journalisten, Mitmenschen. Ich fordere alle auf, lasst es uns besser machen. Keine Eskalation, keine Vorurteile, keine Verurteilung. Keine Moralisierung, keine Erpressung, keine Ausgrenzung. Lasst es uns besser machen für die Zukunft, für unsere Kinder, für den Erhalt unserer Demokratie. So. Ich habe es vorhin gesagt, heute mal anders, Eröffnungsrede und dann ziehen wir los. Ich sehe noch relativ wenig Leute mit Ordnerwesten. Wir müssen jetzt ganz schnell, Klaus Dieter vielleicht sehe ich schon mal, ein paar Leuten schick einkleiden, sonst können wir nicht losgehen. Traut euch bitte.